Herzlich willkommen zum ARC Battle Rap Turnier. In diesem Turnier wird es darum gehen, dass verschiedene Rapper mit verschiedenen Styles und verschiedenen Elementen gegeneinander antreten werden. Also ein normales Battle Rap Turnier. Bewertet wird mit 7, also in der Qualifikation, mit 7 Punkte für die Punchlines, 3 Punkte für den Flow, 2 Punkte für die Lyrics, also damit ist gemeint allgemein die Reime oder vielleicht sogar gewisse Reimketten, die halt stark auffallen und relativ gut auch rübergebracht sind. Dann gibt es noch 3 Punkte für den Sound, also ob es gut abgemischt ist, wie die Qualität vom Allgemeinen her ist. Dann gibt es noch 3 extra Punkte, die können sonstiges sein. Also einen extra Punkt gibt es auf jeden Fall, wenn es gemacht wird, nämlich für das Video gibt es einen extra Punkt. Videos sind nämlich keine Pflicht in unserem Turnier. Den zweiten Extrapunkt könnte es geben für in die Fresse Rap, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in den Battles oder generell in der Qualifikation schon mega heftig reingehauen wird, wenn es rübergebracht wird wie sonst was, gibt es dafür auch einen Extrapunkt. Der dritte Extrapunkt, den wird man dann halt im Laufe der Runde dann noch merken, was man wirklich für einen guten Punkt geben kann. Also das Turnier, also die Einreichschluss für die Qualifikation ist am 31.08., also circa einem Monat. Das heißt, in der Qualifikation, die werdet ihr uns zusenden, bitte per E-Mail, mit in einer RAR-Datei. Und in dieser Qualifikation muss mit inbehalten sein, erstmal euer Rappername, dann die Lyrics, unter anderem auch noch den Beat-Producer. Und generell auch den Beat, aber der Beat-Producer muss nicht bedingt mitgeschickt werden. Und was ganz wichtig ist, es müssen Freebeats sein. Wenn es keine Freebeats sind und das Video geclaimed wird, müssen wir den Teilnehmer leider rauswerfen oder er muss uns halt eine neue Qualifikation einsenden mit einem Freebeat. Und das Turnier wird halt, also die Qualifikationsphase startet jetzt schon, also ihr könnt jetzt eure Qualis unter der E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet sein wird, könnt ihr die Qualifikation einreichen. Und ja, in den Battles wird dann wieder anders da bewertet, da sind wir aber uns noch nicht ganz sicher, wie wir genau bewerten wollen. Und noch der wichtige Faktor, wir. Damit ist gemeint, dass ich das Turnier nicht alleine führe, sondern mit 2 anderen Kollegen. Und diese werden dann jeweils in den Battles, werden die als Zweit- und Drittjuror gelten, dass man nicht immer nur meine Meinung hat. Vielleicht hat diese Person dann eine andere Meinung und so wird das Ganze dann auch ablaufen. Dann, wie gesagt, die E-Mail-Adresse und nochmal eine kleine Zusammenfassung wird wahrscheinlich in der Beschreibung stehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rappen und wir sehen uns alle in der Qualifikationsbewertung. Macht's gut.